जय सच्चिदानंद, नमो वेत्रागाय। हाईएस्ट नमस्कार्स टू ऑल ऑफ यू। ट्राई टू कनेक्ट विद सुजाने। शुद्धात्मा भगवान, जय सच्चिदानंद शुद्धात्मा भगवान। हाउ आर यू? थैंक यू, हाउ आर यू? इट्स फाइन थैंक्स। यस, वॉल्यूम इज अ लिटिल लो। ओके, दैट्स बेटर। मच बेटर। Should. Okay. All right. So we start singing. I'm a bit wow. I hope I can make it. Yeah, you with that new song. Yeah, no, it's fine. As we said last time, we sing it together. I will sing it slowly, and until you get it right, we will continue. And so you will do each verse once, and I follow, or. So it's a Dada anthem. We start with highest namaskar, Suzane and Shuddha give and convey their highest namaskars to the Mahatmas who are there with them on this February 10th, 2013. I don't see you right now online here in Germany. Let's see. Not online? Let me see, because I just lost, it was just closed, it was offline suddenly. Yeah, I think it's on now again. Okay, I try again. Yeah, try, refresh it. I think I press the wrong... Yeah, off air now I see you. No, right. So, again we will say highest namaskars to all the Mahatmas. Who are present in this satsang and who will be there in this satsang. Herzliches Willkommen an alle Mahatmas, die jetzt schon da sind in diesem Satsang und die bald dabei sein werden in diesem Satsang. From Suzane and Shuddha. Von Suzane und Shuddha. And so we're going to start, this is just an internal arrangement, we're going to start with the anthem lyrics, where if you remember in last time, who has sent us the anthem lyrics, but if you don't have it in front of you, all you do is you just go to dadashree.org and then you say .doc. So I just posted anthem lyrics. Okay, wir werden heute ein anderes Lied singen. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzt. Anthem auf Deutsch. Also das haben wir ja letzte Woche besprochen. Diesen Text und Shuddha wird jetzt gerade hier, hat gerade den Namen hingeschrieben, Anthem Lyrics. Where is it for them to find, Shuddha? It's at dadashree.org. Auf dadashree.org. Und es ist eine Hymne, danke mal. dadashree.org/ and then. Then you get this, you know, for those who don't have it, so they can sing it. Uwe was kind enough to give it to us, you know, on print here, on the chat. But so let's start, Suzane, we'll start. Shall we? So, Dada thi pragat yu a akram vignan. Dadati prakatyu a akram vignan. Very good, excellent. Again. Dadati prakatyu a akram vignan. 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 Jagat kalyan na bhavnu parinam. Jagat kalyan na bhavnu parinam. Anant avtar ni shodh. Anant avtar ni shodh. Prapt thayo sahaj akram moksh. Prapt thayo sahaj akram moksh.
The second one is just in the repetition of it, so we go straight to Alaukika Akramarga Kulothayo. Wir gehen jetzt gleich zum dritten Text, weil der zweite nur eine Wiederholung ist. Alaukik Akramarg. Oh, please sing it again. Alaukik Akramarg Kulothayo Aj. Alaukik Akramarg Kulothayo Aj. Sansarine Mokshadham Lai Javakaj. Sansari ne moksha dham lai java. Sansari ne moksha dham lai java kaj. Sansari ne moksha dham lai java kaj. Java coffee. Sansari ne moksha dham lai java kaj. Sansari ne moksha dham lai ai. Sansari javakaj. Okay. Okay, so we sing again. Alaukika akramarga kulothayo aj. Alaukika akramarga kulothayo aj. Very good. Sansari ne moksha dham lai javakaj. Sansari ne moksha dham lai stavakaj. Yeah. Pragatya dada bhagavan. Pragatya dada bhagavan. Apva ekavtari gnan. Apva ekavtari. Gyan. Sorry, it says Gyan or does it say Gnan? I think it's, I had changed it to Gnan, so the old one was Gyan. That's Gyan is Hindi, Gnan is Gujarati, as you know. So I had changed it, but you must have gotten the wrong version. Doesn't matter. Okay. Apva ekavtari Gnan. Apva ekavtari Gnan. Thayodhanya akar. See, it's coming down. Dayo danya akat. He dada jag kalyan karo. He dada jagat kalyan karo. Sau jivo moksha gnan pamo. Savchivo moksha gnan pamo. Duniya na antrayo tuto. Duniya na antrayo tuto. Swami savne sharane lo. Swami Swami savne. Sami Savne, Sami Savne, Sharane Lo. Swami Savne, Sharane Lo. He Dada Jag Kalyan Karo. He Dada Jagat Kalyan Karo. Sau Jivo Moksha Gnan Pamo. Sav Jivo Moksha Gnan Pamo. Duniya Na Antrayo Tuto. Duniya Na Antrayo Tuto. Swami Savne Sharane Lyo. Swami Savna Sharane Lyo. Dada Bhagavanina Asim Chay Chay Karho. Very good, very good. Shudha Bhagavan. That's amazing. I think the German team, we can envision, is going to sing the whole anthem in front of the Gnani. No?
Das ist großartig und das wäre erhofft, dass das deutsche Team sich vorstellen kann, das gesamte, die gesamte Hymne vor dem Gnani zu singen, oder? Yes, and we look forward to that. We really do look forward to that. Ja, freuen uns darauf. So, we have the program in two parts here. If there are no, we will proceed as we have, as we decided, we are going to go into the document of the origin of life after life, read it straight, and hopefully don't take too much time on it, because we have an important question coming from our Mahatma Svenya on the female Prakriti, so we want to give enough time for that. Okay, wir haben ein zweigeteiltes Programm heute. Wir werden wie geplant den Text über Leben ab nach Leben, Leben um Leben, Life after Life lesen. Hoffen, dass das nicht zu lange dauert, weil im zweiten Teil gibt es dann eine wichtige Frage von Svenja über den weiblichen Prakriti. Okay, so Susanne G., shall we start that? We can start. Yeah. I wanted to say, Shuddha, that I think if I do 2 hours, I need a little break in between. All right. So either you make a break or I make a break, but we'll make a break at around 3 o'clock. Let us do that. You know, when we are done with the document, and Uwe said that he might come on board to do the translation. I don't know what you and Uwe decided, but we will wait by that time. I think he'll do fine, and then Uwe can come in whenever he wants to. Okay. It'd be nice to have him. So. Okay, wir haben gerade besprochen, dass wir zwischendurch eine kurze Pause machen und vielleicht mit Uwe dann nach dem Text lesen einwechseln. Das werden wir dann sehen. So, with highest namaskars from all of us at the feet of our Gnani Purush, Dada Shri and our current Gnani, we begin the satsang on the origin of life after life. Mit den höchsten Namaskars an Dada Shri und unseren gegenwärtigen Gnani beginnen wir diesen Satsang mit dem Text Der Ursprung von Leben für Leben. So, this particular piece has been taken from the latest Dada Vani, which is February 2013. Das ist ein Auszug aus dem gegenwärtigen Dada Vani aus Februar 2013. And this will be, the entire Dada Vani will be shared with you all by Nadaji and Uwe. So let's go begin. This is called the more analysis of extra outlook or bhav. You see now more details about bhav. And so we start with bhav. Oh, Susanne, you had some issues about bhav. Will they come in this particular satsang, or can we do it later, or shall we do it right now? Let me first translate what you said. Mm-hmm. Also, das kommt aus dem aktuellen Dada Vani, und das gesamte Dada Vani wird von Uwe und Nada mit uns geteilt werden. Und es geht um den Ursprung von Leben für Leben. Und zwar die Vorausschau Bau. What was your question, Shuddha? I didn't get your question. You had sent me something about Bau Jagruti. Is this part of this document that you're having difficulty, or was it something with some other translation? I'm not sure. I know. I don't think it's part of this document. Okay, so we will leave it alone. We can do that later on Skype, huh? Okay, you and I. Okay. Mm-hmm. So, questioner says, please explain, Dada, this extra result or vishesh parinam with more examples, so everyone will understand it. Der Fragende sagt, bitte erkläre zusätzliches spezielles Ergebnis vishesh parinam mit mehr Beispielen, so dass es jeder verstehen kann. Before we go there, the title, The Origin of Life After Life, the word sansar, S-A-N-S-A-R, or traditional meaning the worldly life, has multiple meanings when Dada talks about sansar, worldly life, you see? Der Text dieses, also die Überschrift dieses Textes, der Ursprung von Leben für Leben,
da bezieht sich Shuddha auf den Gujarati-Begriff Sansar, weltliches Leben. Und dieser hat viele unterschiedliche Bedeutungen. Yeah, and so here Dada Shri is talking about the origin of not only this life that is in front of us, but Sansar meaning the origin of life after life after life, I mean, without any break. Just one thing after the other. Also wenn Dada hier vom Ursprung von des Lebens spricht, dann meint er nicht nur einfach dieses Leben, sondern den Ursprung von diesem Leben nach Leben nach Leben ohne Unterbrechung und ohne Ende. So then Dada Shri replies, yes, say if you have built a home half a mile away from the beach for fresh air and you drop off a couple of trucks of pure iron, pure steel iron, near it and you tell the watchman, keep an eye on this iron, and then you go away to some foreign country for 2 years, when you return, will you see any difference in the iron? Will the iron have been affected in any way? Dada Shri sagt, sagen wir, wenn du einen halben Kilometer entfernt vom Strand ein Haus gebaut hast wegen der frischen Luft und du lädst in der Nähe ein paar Lastwagenladungen reines Eisen ab, du sagst dem Wächter, pass auf das Eisen auf, dann gehst du für 2 Jahre weg in ein anderes Land. Wenn du zurückkehrst, wirst du dann irgendeine Veränderung am Eisen sehen? Wird das Eisen auf irgendeine Art verändert sein? So the questioner says, it will all be rusted, rust. The other Shri says, even if it is covered and lying where it does not get any rain, direct rain? And the questioner says, it will all rust, Dada. The other Shri says, now the other Shri replies, is that so? How did you attain this knowledge of the future of the iron for rusting? Even before the iron is delivered, you have the knowledge of future because you have experienced before, have you not? I'll let you go ahead and do this. Okay, der Fragende antwortet auf die Frage von Dada. Die Frage war ja, wird das Eisen auf irgendeine Art verändert sein? Und der Fragende antwortet, es würde alles verrostet sein. Dada schrie, auch wenn es abgedeckt ist und dort liegt, wo es nicht regnet? Fragender, es wird alles rosten. Dada Shri sagt, ist das so? Wie hast du dieses Wissen über das künftige Rosten erlangt? Noch bevor das Eisen geliefert wird, hast du das Wissen über die Zukunft, weil du das vorher erfahren hast, oder nicht? So now, Dada Shri continues, now tell me who caused the rust. Prove it to me. Whose rust is it, and with whose wish it occurred? This much rust will be on it. You will say, my iron was not like this. Who ruined it? Who came into this warehouse? What would people say if you were to complain like this? The questioner says, it is because of the ocean air, Dada. Okay, Dada sagt weiter. Jetzt sage mir, wer den Rost verursacht hat. Beweise es mir. Wessen Rost ist es? Und durch wessen Wunsch ist er aufgetreten? So viel Rost wird darauf sein. Du wirst sagen, so sah mein Eisen nicht aus. Wer hat es beschädigt? Wer kam in das Lagerhaus? Was würden die Leute sagen, wenn du dich so beschweren würdest? Fragender, es ist wegen der Meeresluft. Just a little louder, okay? This is any, okay. And, yeah. Dada Shri, yes, but who did it? Why don't you tell me that? Did the ocean wind do it? Or did the ocean do it? Or did the iron itself do it? Who did it? Questioner, the one who put them there, Dada. Dada Shri, did he do that? Questioner, it would not have happened if he had not put it there. Dada Shri says, people of the world will blame the one who put it there. Why did you put it there? That is why it rusted. It is not like that. What if the people of the world with illusion want to find out, means people of the world with illusion, ignorant people, want to find out exactly who the guilty one is? Dada Shri sagt, ja, aber wer hat es getan? Warum sagst du mir das nicht? Hat der Meereswind es getan? Oder hat das Meer das gemacht? Oder das Eisen selbst?
fragende, derjenige, der es dorthin gelegt hat. Dada schrie, hat er es getan? Fragende, es wäre nicht passiert, wenn er es nicht dorthin gelegt hätte. Dada schrie, die Menschen in der Welt werden ihn beschuldigen. Warum hast du es dorthin gelegt? Darum ist es verrostet. So ist es nicht. Was ist, wenn diese Menschen der Welt mit Illusionen herausfinden wollen, wer genau der Schuldige ist? Questioner, is the person who left it there not the guilty one, Dada? Dada, she says, that is for the people, the world. What they have seen, that is the visible proof. Visible proof will not do. You need exact scientific proof. People in worldly life or the courts require visible proof. We need exactness here. You will immediately fire the worker. That is not acceptable. You have to investigate scientifically who did it. Who caused the rust? Who is responsible? You would claim, I do not even know that it will indeed rust if you leave it at the beach. And go ahead. Okay. Fragender, ist die Person, die es dort liegen ließ, nicht der Schuldige? Dada schrie, das sind die Menschen. Was sie gesehen haben, ist der sichtbare Beweis. Sichtbarer Beweis wird nicht genügen. Du brauchst genauen wissenschaftlichen Beweis. Menschen im weltlichen Leben und die Gerichte verlangen einen sichtbaren Beweis. Wir brauchen hier Genauigkeit. Du wirst den Arbeiter sofort entlassen. Das ist nicht akzeptabel. Du musst wissenschaftlich untersuchen, wer es getan hat. Wer hat den Rost verursacht? Wer ist verantwortlich? Du würdest behaupten, du weißt nicht einmal, ob es wirklich rosten wird, wenn du es am Strand lässt. So then, you will reprimand and scold the watchman. Hey, hey you, what did you do to this iron? How clean was this iron? These hands do not spoil. And how did it happen? What is stuck on it? The watchman will say, what can I do, sir? I did not do anything. Why are you scolding me? He left it here, so it is bound to rust. Hey, but who put the rust on it? So then you investigate who is guilty for doing that. People around there will tell you that it rusted because it was left near the ocean. Dann wirst du den Wächter zurechtweisen. Was hast du mit dem Eisen gemacht? Wie sauber war dieses Eisen? Diese Hände haben nichts beschädigt. Und wie ist das passiert? Was haftet daran? Der Wächter wird sagen, was kann ich tun, mein Herr? Ich habe nichts getan. Warum beschimpften Sie mich? Er hat es hier gelassen, also muss es ja rosten. Aber wer hat den Rost daran gemacht? Dann untersuchst du, wer es getan hat und somit schuldig ist. Die Menschen dort werden dir sagen, dass es gerostet ist, weil es nah ans Meer gelegt wurde. So then you tell the salty air, why did you ruin my iron? And it will tell you in reply, I do not ruin it. Why do you keep accusing me unnecessarily? It is not my nature at all to ruin anything. I remain in my nature. What do I have to do with it? If it were in my nature to spoil, if it was my nature to spoil, I am constantly flowing, but nothing happens to wood and other things that are here. Iron must be such, that is why it happens. So why is it my fault? It too answered like the ocean, that your iron alone complains. No one else does. What can I do if your iron itself is like that? No one else is affected like that. This effect is because of the iron. Now, it is not our fault, it must be the fault of your iron. Why do you unnecessarily get on to us? So then the heir does not become the guilty one. So then we say that no one from the outside is guilty. No one from the outside is guilty. Dann sagst du der salzigen Luft, warum hast du mein Eisen beschädigt? Und sie wird dir sagen, ich beschädigte es nicht. Warum beschuldigst du mich unnötig? Es ist überhaupt nicht meine Natur, etwas zu beschädigen. Ich bleibe in meiner Natur. Was habe ich damit zu tun? Wenn es in meiner Natur wäre, etwas zu beschädigen,
Klammer auf, so würde auch das Holz oder andere Dinge beschädigt werden, Klammer zu. Ich ströme, aber nichts geschieht dem Holz oder anderen Dingen. Eisen muss derart sein, darum passiert es. Warum ist das also mein Fehler? Auch sie antwortete wie das Meer, nur dein Eisen beschwerte sich, niemand sonst. Was kann ich tun, wenn dein Eisen selbst so ist? Niemand sonst ist davon betroffen. Diese Wirkung ist aufgrund des Eisens. Es ist nicht unsere Schuld. Es muss die Schuld deines Eisens sein. Warum schiebst du es unnötig auf uns? Also wird die Luft nicht der Schuldige sein. Also sagen wir, dass niemand von außen schuldig ist. So, it is scientific circumstantial evidence. Iron has not caused this rust. However, iron does not have the nature of rusting. If it were its nature to rust, then there is iron rods in the reinforced construction concrete. They call it RCC in India. All the buildings have that. The concrete has iron rods in it, which if removed after even 15 years or for a long time, you will find are the same as they were the day they were put in the cement. That is not its nature. What if it comes across other elements? Have you broken RCC? Dada Shri says, I have done that. Remember, Dada Shri used to be a contractor, building contractor. I have broken the iron rods put in 50 years ago. They are the same as if you went to buy them today. From this example, do you understand what I'm trying to tell you? Do you feel anyone is at fault? Do you feel anyone at fault? Dada Shri sagt weiter, es sind also die sich bedingenden Umstände. Eisen hat diesen Rost nicht verursacht. Eisen hat nicht die Natur zu rosten. Wenn es seine Natur wäre zu rosten, dann würde er auch im Beton rosten. Aber es gibt Eisen im Stahlbeton. Das Shuda sagte, die sind da 15 Jahre drin. Und es passiert nichts. Also im Stahlbeton sind Eisenstangen und wenn sie nach Jahren entfernt werden, wirst du sie genauso vorfinden. Dass ich nicht die Natur von Stahl. Was passiert, wenn es auf andere Elemente trifft? Hast du je Stahlbeton zerbrochen? Und wir sollen uns daran erinnern, dass Dada Generalunternehmer war, also er hat ständig gebaut. Und er sagt weiter, ich habe das getan, ich habe die Eisenstangen zerbrochen, die 50 Jahre zuvor eingebaut wurden. Sie sind die gleichen, als hättest du sie heute gekauft. Verstehst du, was ich dir mit diesem Beispiel versuche zu sagen? Empfindest du jemanden als fehlerhaft? Ja, so. The questioner now is convinced. He says, this way, Dada, I do not see anyone at fault. Dada Shri says, and yet you see the rust on the iron. That is how the world has arisen. Deep secrets revealed here. Der Fragende sagt, also auf diese Art sehe ich niemanden als fehlerhaft an. Und Dada Shri sagt, und dennoch siehst du Rost auf dem Eisen. So, Akshuda, ist die Welt entstanden. And now we come to the next heading, which is says, rust is verily the ego. So now, this is where the example fits. The rust is verily, is indeed, for sure, the ego. Wir kommen jetzt zur nächsten Überschrift und die heißt, Rost ist wahrlich das Ego. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo das Beispiel wirklich passt. Rost ist wahrlich das Ego. Or the other way around, ego is the rust. You see, the ego is the rust. Now, oder auch andersrum gesagt, das Ego ist der Rost. Okay, the self or the Atma is the absolute self, Paramatma. It is the absolute self, Paramatma. Just as rust occurs on iron, no one has caused it. Similarly, in this, the illusion, in this means in our, in front of us, this illusion that I am the doer has arisen. This Atma is in the very same state as it used to be before, forever. Atma within you is indeed in the free state. It has not had any ignorance, agnanta,
only additional attribute or quality, vishesh gun, has arisen. Still, despite that additional quality, the rust, there is no change in the self, in the Atma. Das Selbst, Atma, ist das absolute Selbst, Paramatma. So wie Rost an Eisen auftritt, ohne dass jemand es verursacht hat. Genauso gibt es hier die Illusion, ich bin der Handelnde, die ist entstanden. Also diese Illusion ist entstanden. Dieses Selbst, Atma, ist genau im selben Zustand. Das Selbst oder Atma in dir ist tatsächlich im freien Zustand. Es hat keinerlei Unwissenheit, Agnanta, gehabt. Es sind nur zusätzliche Eigenschaften entstanden. Zusätzliche Eigenschaften oder Vishesh Guna. Nach wie vor gibt es keinerlei Veränderung im Selbst. Now I want to bring you to the attention of this definition of the illusion and the rust. As not I am Uwe, I am Nada, or I am Susanne. It is more, I am the doer. You see, there is a very subtle distinction, which we can take it up later on in the satsang, maybe sometime. But the moment you say I am the doer, you are in this sansar, life after life. Shraya sagt was zu dieser Definition von Illusion, dieser Rost, und da geht es darum, dass man die Illusion sagt, ich bin Uwe, ich bin Nada, ich bin Susanne, ich bin der Handelnde. Und darum geht es hier, also klar zu sagen, ich bin der reine Eine. Und das ist eine ganz subtile Unterscheidung. Okay, so the questioner says, the example you gave, Dada, how does it fit in? How does it correlate with the self as capital Atma? Dada Shri replies, the non-self matter element, and you see this material that we are now discussing is all from Aptavani 14, but just bear with me and let's try to understand it. The non-self matter element, Jada Tattva, is there with the self as capital. The coming together of the two has given rise to this ego, Ahamkar. Der Fragende sagt, in welchem Verhältnis steht das Beispiel, das du gegeben hast zum Selbst? Und Judha hat erwähnt, dass all dies aus dem Aptavani 14 kommt. Dada Shri antwortet, das Nicht-Selbst-Element, die Materie, Jada, das Nicht-Selbst oder auch Jada Tattva, ist zusammen mit dem Selbst vorhanden. Das Zusammenkommen der beiden verursachte dieses Ego, Ahamkar. Let's understand just this answer of Dada. It's not saying that they come together. You see, it's always there with the self, but only the Gnani can say that they came close together, gave rise to this third element, Dada doesn't use the word third element, this rust, this ego, Ahamkar. And the exact meaning, definition of Ahamkar is I did it. I am the doer. Ahamkar, it is I am the doer. Also nochmal zu dieser Antwort, das heißt nicht, dass diese beiden Elemente zusammenkommen. Did I understand it correctly? The non-self element is always there, should I? Yeah, it's always there. You look around everywhere. Das Nicht-Selbst-Element ist immer da. Die kommen nicht irgendwie zusammen, sondern es ist immer da. Und nur der Gnani kann sehen und sagen, dass dadurch, dass sie zusammen sind, entsteht dieses Element, dieses weitere Element Ego, Ahamkar. Und die Bedeutung von dem Wort Ahamkar ist, ich bin der Handelnde. And so the questioner says, is that verily called the rust, Dada?
other she says, yes, just as that rust has arisen, this ego has arisen. When we, the Gnani Purush, remove that ego, everything settles down. We apply a medicine by giving you Atmagnan, the Gnanvidhi, and it is done. It is complete. You will not have any worries thereafter. Fragen, der wird genau das als Rost bezeichnet? Dada schrie, ja, so wie der Rost ist auch dieses Ego entstanden. Wenn wir, der Gnani Purush, dieses Ego entfernen, dann wird sich alles beruhigen. Wir verwenden eine Medizin, indem wir euch Atmagnan geben, und dann ist es erledigt, es ist abgeschlossen, du wirst danach keine Sorgen mehr haben. So the questioner then asks, in this example, Dada, do you consider iron to symbolize the Atma, the Self? Dada, she says, yes. And what is adhered on it, what is adhered, what is stuck on it, that is the Vishesh Bhav, or the extra intent that has arisen. That is the extra intention, or the outlook, or the view. We have, on the top of this article, we had said, Bhav is equal to intent, outlook, or view. That's how you see it. You can't help it. Der Fragende sagt, soll in diesem Beispiel Eisen das Selbst? Your sound has gone a little bit. Yeah. Sorry. Soll in diesem Beispiel Eisen das Selbst Atma symbolisieren? Dada Shri sagt, ja. Was daran haftet, das ist diese zusätzliche spezielle Absicht oder diese spezielle Sicht, diese spezielle Vorausschau, Vishesh Bau heißt das, die entstanden ist. Yeah, and the questioner says, the whole extra intent, Vishesh Bau, is the worldly life after life, Sansar, so should be the associated understanding. The questioner is trying to summarize what he has learned from Dada Shri. So he's saying, so should be the associated understanding that I am not this. Extra intent, Vishesh Bhav, is not my state, Swarup. Mine is that pure, Shuddha Swarup, pure state. Mine is that pure state. Diese gesamte spezielle Absicht, Vishesh Bhav, die ist das weltliche Leben für Leben für Leben, Sansar. Also sollte das entsprechende Verständnis sein, dass ich das nicht bin. Diese spezielle Absicht oder Vorausschau, Vishesh Bhav, ist nicht mein Zustand, Swarupa. Mein Zustand ist der reine Zustand, Shuddha Swarupa. And the other, she says, nothing has touched it at all. When I give Atmagnan, knowledge of this, Atmagnan defined here as knowledge of the self as well as knowledge of the doer. When I give Atmagnan, it becomes pure. Then the rust too, if the rust is there, the rust too is not my state, and even these circumstances are not mine. Ego has stopped from causing any further problems, did it not? The world has arisen because of ego, and ego stops after attaining Atma Gnan. That ego goes away. It is your stored or the discharged ego saying all this, and you believe it to be the real ego, that's all. Kedada Shri sagt, gar nichts hat ihn den Zustand berührt. Wenn ich Atmagnan weitergebe, wenn ich das Wissen vom Selbst und vom Handelnden weitergebe, dann wird er rein, der Zustand. Dann ist auch der Rost nicht mein Zustand und auch die Umstände sind nicht meine. Das Ego hat aufgehört, Probleme zu verursachen, oder nicht? Die Welt ist entstanden aufgrund des Ego. Und nach dem Erlangen vom Atmagnan, nach dem Erlangen vom Wissen vom Selbst, hört das Ego auf. Das Ego geht weg. Es ist dein sich entladendes Ego, dein Discharge-Ego, das all dies sagt. Und
du glaubst, es sei das wirkliche Ego. Ego arose in extra intent or the Visheshbhav, and then Prakriti, and this is the thing important, ego arose in the extra intent and then Prakriti or the non-self complex arose from that. Iron is in iron's bhav, outlook, intent. Prakriti is in Prakriti's bhav and intent. If you separate these two, then iron, the self, is in the place of the iron and Prakriti is in Prakriti. The rust will keep increasing day by day for sure as long as they are one. Das Ego ist in dieser zusätzlichen Absicht entstanden, in diesem Vishesh-Bau. Und daraus ist dann der Nicht-Selbst-Komplex entstanden, der Prakriti. Eisen ist in der Absicht oder in der Intention von Bau des Eisens. Und der Nicht-Selbst-Komplex ist im Bau, in der Vorausschau des Prakritis. Wenn du diese beiden trennst, dann wird das Eisen oder das Selbst auf seinem Platz sein und das Prakriti ebenso. Der Rost wird ganz sicher täglich zunehmen, solange die beiden eins sind. Okay. Nothing happens to the Mooda Purush, the main original self. Nothing happens to the sun, you know what you want to say. He has forgotten his nature, swabhav. He has forgotten his awareness. Until he comes back into his own awareness, which is called jagruti, he continues to remain in the prakriti bhav or the view, intent and outlook of the prakriti, the non-self complex. Prakriti, again a new definition of prakriti, prakriti means unawareness of the S-capital self and being in the illusory awareness, I am Susanne, I am Ubo, that is called Prakriti, see? Nada Shri sagt weiter, nichts geschieht dem Hauptselbst, dem Muda Purush. Er hat seine Natur vergessen, er hat sein Svabhav vergessen, er hat sein Gewahrsein vergessen. Bis er in sein eigenes Gewahrsein zurückgelangt, bis er in sein eigenes Jagruti zurückgelangt, verbleibt er weiterhin in dieser Sichtvorausschau des Nicht-Selbstkomplexes. Er bleibt weiter im Prakriti-Baum. Prakriti bedeutet Nicht-Gewahrsein des Selbst und im illusionären Gewahrsein sein, im Ich bin Susanne, ich bin Uwe sein. Das wird Prakriti genannt. Yes, so this is very beautiful. This is just an introduction into the elemental science, or called tattva. Tattva means element. Elemental science, tattva vignan, you see. Just getting into the fundamentals of this, very magnificently explained and with perfect clarity by Dada Shri. Das ist sehr sehr schön. Das ist die ganz elementare, grundlegende Wissenschaft, Sattva Vignan. Und wir kommen da langsam auch an die Grundlagen dieser großartigen Wissenschaft. If there are any questions, please feel free to, you know, we can discuss this here, because this is a good one to discuss. If you have any questions, we can clarify them here. And let me come back to the view of everyone here, so go ahead. Also wenn es da irgendwelche Fragen gibt, dann können die jetzt gestellt werden. Das ist ein wunderbares Thema, um Fragen zu stellen. Ihr könnt die aufschreiben und ich schlage euch vor, wenn ihr eine Frage habt, dass ihr kurz schreibt ja, so ein Signal gibt, dass ihr gleich eine Frage schreibt, damit wir wissen, dass wir warten sollen. I just told them to give a little note that they are writing a question because it takes a while to write it. Good. So in the meantime, so wir warten auf eure Fragen. Yeah, and also, Susanne, for this last paragraph, last two paragraph, there is this reference to bhav
as well as Swabhav. You see, Bhav as well as Swabhav. And yes. And in the Bhav, whenever Dada uses the word Bhav, he is talking about the non-self complex Bhav or the Bhav of the Prakriti or file number one. You see, and whenever Dada is talking of Swabhav, he uses the word Bhav for the view, intent, and outlook. View, intent, and outlook of the awakened self. You see, the one who says, "Ich bin reine Seele." Okay, in diesen beiden letzten Abschnitten gibt es diese Bezüge auf. Entschuldigung, die Bezüge auf Bau und auf Swabau. Bau bezieht sich immer auf den Nicht-Selbstkomplex, also auf File 1, auf den Prakriti. Und Swabau ist der Bau oder die, Moment, der Bau oder die Absicht, die Sicht oder die Vorausschau des Selbst, des Ich bin reine Seele. And Bau is in duality, you see. Sometimes Bau means feelings. Sometimes Bhav means you have feelings or no feelings. So Bhav can turn into a Bhav, like, you know, a Gnan. You like it, you don't like it. You see, Bhav means I like it, and Bhav means I don't like it. You see, so Bhav can be used in so many different ways. Bhav bezieht sich auf Dualität, und es gibt da ganz viele Möglichkeiten, das zu übersetzen. Viele Bedeutungen. Eine Bedeutung davon ist Gefühl. Und dann gibt es eben auch das Gegenteil von Bau, nämlich Abbau, so wie Gnan und Agnan. Und das hat zu tun mit mögen oder nicht mögen. Whereas Swabhav is beyond these dualities. It is to come into the escapade itself. There is no other intention, there is no other view, there is no other outlook. There is no other way of seeing it. Und Swabhav ist jenseits der Dualität. Es geht sich hier um das großgeschriebene Selbst. Und da gibt es keine weiteren Intentionen, Absichten oder Sichtweisen. You see, with Bhav, with the Bhav through Katya or through Susanne, you will be attracted or repelled. Or neutral, attraction, neutral, repulsion. That is called Bhav, the spectrum of Bhav. Whereas through Swabhav, even though you are a Katya or a Susanne, you have only the pure vision only. Also mit Bhav, wenn man sich jetzt Katya oder Susanne vorstellt, dann gibt es mit dem Bhav Anziehung, oder Neutralität oder abgestoßen sein. Während im Swabhav, was ja zum großgeschriebenen Selbst gehört, gibt es nur die reine Sicht. Da gibt es eben keine Anziehung oder abgestoßen sein. And so therefore Swabhav is not Swabhav, it's not a view of the self, if it has any opinions in it. If it has anything else except the pure in it. If anything except the pure is not Swabhav. Und Swabhav ist nicht die Sicht des großgeschriebenen Selbstes, wenn da irgendeine Meinung darin steckt, irgendeine Sichtweise, dann ist es kein Swabhav. Nur wenn es ganz rein ist, ist es Swabhav. So just, I think this probably, and later on we can take, but this is where you, and you know, in the karmic path, in the step-by-step path towards liberation, the traditional paths of liberation, they can only work with Bhav, moving from the negative to the positive. They are not in Swabhav. Im Schritt für Schritt Weg, im traditionellen Weg der spirituellen Entwicklung zur Befreiung, da kann man nur mit dem Bau arbeiten.
und bewegt sich dort vom Negativen hin zum Positiven. The Swabhav only begins with the experience of pure soul. It cannot begin any other way. Das Swabhav beginnt mit der Erfahrung der reinen Seele und es kann auf keine andere Weise entstehen. And the Swabhav, the method of entering into Swabhav is described in this small article that we studied today very beautifully. We start understanding that no one is at fault for this rust or this ego. Und das, der Einstieg in das Swabhav ist sehr schön beschrieben in diesem kleinen Artikel, den wir gerade gelesen haben. Niemand hat Schuld für den Rost, der da entstanden ist. And only the one who is absolutely free from any rust, any kind of rust, meaning ego and its manifestations, it has the capacity to see it all as it is. Otherwise, it is extremely difficult to see the rust as it is meant to be seen. Und nur derjenige, der völlig frei ist von jeglicher Art von Rost, hat die Kapazität, die Fähigkeit, das alles zu sehen, so wie es ist. Sonst ist es schwierig, diesen Rost überhaupt zu erkennen. Let's take a look here and see if there's anything else going on. Jai Satchidanam, Shuddharma Bhagavan, everybody, this Tattva Vignan, it is, so many of these sentences of what we just studied are actually spoken by us in the Gnan Vidhi, but they are spoken so fast that you miss it. There is a word called the intent that arises when you come in front of each other. Can you say that sentence again, please? So many of the sentences are, you know, just the last sentence. The intent that arises, the view that arises when the two come in front of each other, the self and the non-self. The self and the non-self, they come in front of each other and a new view arises. And that is the illusion. We use this sentence in the Gnan Vidhi. Okay, viele Sätze von dem, was wir gerade gelesen haben, werden tatsächlich auch im Gnan Vidhi gesprochen. Nur wir verpassen das dort meist, weil es ja so schnell ist. Zum Beispiel gibt es da einen Satz, der heißt so in etwa, wenn die beiden zusammenkommen voreinander, dann entsteht eine neue Sicht. So, I see some new people, Shuddharma Bhagavan, all of you, Bettinas, Jai Sachidana, Shuddharma Bhagavan, Andrea, Marion, Kachaji, Rudiger, Andreas, and then Edita, Bhairavi, Peter, I assume, is Edita and Mandy new Mahatmas, or have they received the... are they new seekers? Do you know, Susanne? Shuddha hat gerade die neuen Namen begrüßt, die hier auf der Liste sind. Und er fragt mich jetzt, ob Edita und Mandy neue Mahatmas sind. No, I don't know. I don't know them. Ich kenne sie nicht. So, I don't know anything. Okay, so she is there at 2:23, so she may want to let us know whether she has received the Gnan Vidhi or not. Naraji were in some other city at Parayan. Good. So they are Mahatmas. Wonderful. New Mahatmas. Okay, sie sind neue Mahatmas. Wunderbar. Yeah. New or old, the train of moksha, of liberation, is the same.
the train is going to all take us to final liberation. So the new and old is the definition that is made by the intellect, not by anything else. Also neu oder alt, der Zug von Befreiung ist der gleiche und wird uns alle zur Befreiung fahren, zur Befreiung bringen. Und diese Unterscheidung, neu oder alt, ist nur eine Unterscheidung, die vom Intellekt getroffen wird. When you separate in the Gnanvidhi and become the pure soul, you are beyond time and you are beyond any place. And beyond any intent, time, place, and intention do not affect you. Wenn du die reine Seele bist im Gnanvidhi, dann gelangst du jenseits von Zeit, Raum und Intention. Die sind für dich dann nicht mehr bedeutsam. Zeit, Raum und Intention. And that is where only then satsang begins, even as the one who is awakened looks in the direction of who he really is and is not concerned with what he or she really was. Und der Satsang beginnt nur dann, wenn derjenige, der erwacht ist, dahin schaut, wer er wirklich ist und sich nicht damit beschäftigt, was vorher war oder wer er vorher war. Yes, Editha and Mandi will continue to be under the influences of time, place, and bhav or intent and outlook or view, but you will be free from them. You will be free. Editha und Mandi beginnen jenseits zu sein von Zeit, Raum und Bau, von diesem Ausblick, von dieser Intention. So Editha is following, she is agreeing, she says she understands. Yeah, the Dada's Vignan is not complex, it's so simple, it is so easy. We, in our discharge intellects, make it complicated. It really doesn't have to be that way. Dadas Vignan, Dadas Wissenschaft ist nicht komplex, die ist so leicht, so einfach. Und nur wir mit unserem Intellekt machen es kompliziert. And a persistent intellect or a persistent intellect is the one that will not even let the discharging ego bend. It will not let the discharging ego bend. It will keep it up only. The intellect is a problem. The persistent intellect will not leave the discharging ego to what? I didn't understand. To give in or to bend, to let go. Aha. Also ein beharrlicher Intellekt wird das Ego, welches sich entlädt, nicht loslassen, nicht gehen lassen. And so therefore that such an intellect, which is continuous in the discharge state within all of us Mahatmas, that intellect has to be given the light of Gnan or the light of knowledge, the light of the Gnani, the same thing, light. Und solch ein Intellekt, der in uns allen ist, in allen Mahatmas, in der Form von Discharge, der braucht das Licht vom Gnan, das Licht unserer Wissenschaft, das Licht vom Gnani, Licht. There is no difference between Gnan or knowledge and the Gnani is the one who is in that knowledge. There is no difference. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gnan und Gnani, zwischen der Wissenschaft und dem, der uns dieses Wissen, zwischen der Wissen Gnan und dem Gnani, demjenigen, der uns dieses Wissen gibt. So the Gnani in simplest terms is the one who uses the full light of knowledge that is there, one who is actually one whose intellect does not come in operation at all.
Der Gnani ist jemand, der das vollständige Licht des Wissens benutzt und dessen Intellekt nicht da ist. So it's the Gnani is aware of the sun, whether he is outside the home or whether he is inside the home. Inside the home also is the sun, and outside the home is also the sun being the self, as capital, you see. Und der Gnani ist sich der Sonne gewahr, ob er nun außerhalb des Hauses ist oder im Haus. Er ist sich der Sonne immer gewahr, und Sonne steht hier für das Selbst. Just as the sun, S-U-N, does not have any shadows, it is something else that comes underneath the sun that creates the shadow. In the same way, the Gnani is without a shadow. And the Gnani does not leave any shadows, whereas everyone else will leave a little shadow because of the ego and the intellect. Und genau wie die Sonne keinerlei Schatten hat, sondern etwas anderes kreiert den Schatten, genauso hat der Gnani keinerlei Schatten von Ego während und von Intellekt, während die anderen immer etwas Schatten werfen. And in this Dadavani, this is a very beautiful Dadavani, the February Dadavani, the shadow is the other example that the Gnani gives, which is very beautiful. This is the shadow. How long does it take for a shadow to appear when you go out of the home? If you go walk out of your home into the sun, does it take any time for the shadow to appear? Und dieses Dadavani ist ein wunderschönes Exemplar, und unter anderem wird da von diesem Schatten gesprochen als ein anderes Beispiel. Und Dada fragt, wie lange dauert es, wenn du aus dem Haus herausgehst in die Sonne, für den Schatten aufzutauchen? Wie lange dauert das? So the shadow is the same thing as the rust. Instant. The moment you stop being a Susanne or an Ubo, the moment you move out of your home, there is a shadow. I am Susanne, I am Ubo, this is my way, and this is my feelings. And that bhav, the vishesh parinam, the extra result will be there, the shadow will be there. It's just there. Der Schatten, der ist wie der Rost, und er ist sofort da, im Englischen instantly, also auf der Stelle ist dieser Schatten da. In dem Moment, wo du aus deinem Haus, aus deinem Heim herausgehst, ist dieser Schatten da. Ich bin Susanne, ich habe diese Meinung, ich habe diese Gefühle, das ist der Schatten. So, but the beauty and the difference between our Gnani Purush and us Mahatmas is that he says that even if there are any impressions of the shadow that happen, that arise, I do not let it affect me. In other words, he wipes it off instantly. He does not let it create any ongoing impressions inside him. He does not let any ongoing impressions. Und der Unterschied zwischen dem Gnani und uns ist, dass der Gnani sagt, auch wenn es da irgendeinen Schatten gibt, wenn da irgendein Schatten auftaucht, lasse ich den Schatten keinerlei Eindruck bei mir machen. Ich wische ihn sofort weg. Der Schatten hinterlässt keinerlei Spuren bei mir. It's you know, we're almost coming to the end of this hour, which we promised, you know, to move. So, but I want you to let me know by next weekend whether we should continue along these lines of the Dadavani for further detailed reading into it, so that we can understand this magnificent science. And by the way, this science has been touched upon in brief satsangs, but has not taken in detail in any specific parayan so far, you see, not in detail because so far. So we don't want to rush ahead, but I just wanted to let you know that this is how it is as far as Akram Vignan is concerned. Dada has said a lot of things about it.
Should I have a little problem with somehow? Sometimes I don't understand the words, you fully. Yeah, but yeah, anyway, yeah. Ich habe verstanden, dass Shuda hat gesagt, wir sollen ihn bis zum nächsten Wochenende wissen lassen, ob wir in dieser Linie weitermachen sollen. Also dieses Dadavani zu lesen und diese großartige Wissenschaft zu verstehen. Wir sind noch gar nicht so tief ins Detail gegangen. Wir gehen da relativ zügig voran in dieser Wissenschaft, aber er möchte wissen, ob wir damit so weitermachen sollen. Yeah, I think we are really coming to the very crucial nature of understanding everything. And so if you understand it at a scientific level, if you understand it at the fundamental level, then there are no errors as we proceed. If you don't understand it at the fundamental level, then the errors tend to get magnified because you just assume certain things. Wir sind an einem sehr entscheidenden Punkt von diesem Verstehen der Wissenschaft. Wenn du die Fundamente der Wissenschaft verstehst, dann kann da kein Irrtum entstehen. Und wenn du diese Basiselemente, diese Fundamente nicht verstehst, dann können Fehler entstehen, weil du einfach irgendetwas annimmst oder vermutest. So, if you know, we can certainly continue along these lines, but if you let us know by next satsang whether we want to read further into it or take it something which is more easier and more common day to day, like kashais, etc. Andrea says she would like to go on in this way, very essential. And Katya, she says it's a very beautiful topic of the bow. It took me many, many years to understand this bow, even though I had been translating this word bow for a very long time. Marian and Owe says they also would like to continue. So we will continue. We will, you know, share some more things. So while we are at it, maybe within 3 or 4 such some sessions, we can finish it. You know? Okay, Shuda sagte zuerst, also wir können so weitermachen. Lass uns das wissen, ob ihr das wollt oder ob ihr lieber etwas Einfacheres wollt wie die Kashais. Aber dann haben Andrea und Katja geschrieben, dass sie das gerne weiter hören möchten und auch andere haben geschrieben. Also werden wir so einige Sitzungen, ich glaube 4 Wochenenden, Sonntage damit weitermachen. Okay, so Siddhartha Bhagwan, dear Susanne, the translation was beautiful. I could feel it. Thank you very much. So let me know what you would like to do. Shall we get Uwe on board or you want to continue? I don't know. I could continue. I just would need 2 minutes, little okay. break. Just okay. So let's take a little break, and I'll also take a little break, and then we'll come back. Huh? Okay. Kurze Pause für alle.
Sugar, the sun is back. So, you back there again? Yeah, good. I'm back. Wonderful. So we're taking on a series of questions from Mahatma Svenja, which I just saw hours before today's satsang, but we thought we could certainly take it up and discuss it in further details. And Susanne, you have that letter, do you? Yes, I have it. Okay, so what we will do is it's a 5-6 paragraph letter, and we will go slowly. First, I'll read paragraph by paragraph, and then we will see what unfolds as far as this issues on female Prakriti are concerned. Okay, also es geht jetzt um eine Frage von Svenja. Shuddha hat die erst vor ein paar Stunden erhalten, aber er möchte sie gerne beantworten. Es geht um den weiblichen Prakriti und das weibliche Nicht-Selbst. Und wir werden jetzt die Frage wieder Stück für Stück vorlesen und dann schauen, wie sich die Antwort entfaltet. Now, so she's written, it says, Jai Sachidananda, Shuddha Naraji has asked me to pass on to you what has somewhat remained a topic for some of us female Mahatmas since it came up in India. Some of the ladies have been discussing it since, and Nara suggested it would be nice to shed some light on this in one of our Sunday satsang sometime. It is not like it is pressing, but just in the air, I would say. Okay, Svenja schreibt, Jaisitanand Shuddha, Nadaji hat mich gebeten, eine Frage an dich weiterzuleiten, die für einige von uns weiblichen Mahatmas ein Thema war, seit sie zum ersten Mal in Indien aufkam. Einige von uns Frauen haben das seitdem diskutiert und Nada hat vorgeschlagen, es wäre schön, wenn in einem unserer Sonntagssatsangs da etwas Licht, etwas Aufklärung dazu erfolgen würde. Es ist nicht so, dass es jetzt dringend ist, aber es ist irgendwie in der Luft. It kind of started when we learned that women are not to enter the temple, nor pray, nor touch the Lords during the time of their period. Es hat begonnen, als wir erfahren haben, dass die Frauen nicht den Tempel in Simanda City betreten sollten, um zu beten oder die Lords, die Statuen zu berühren während der Zeit ihrer Periode. Now, when asking the Gnani this, he said it was to do with the celestial beings, that they did not like the menstrual blood because it was toxic, and it was to appease them that the women were excluded during their period. Als wir den Gnani oder ich den Gnani gefragt habe, sagte er, es habe mit den himmlischen Wesen, mit den göttlichen Wesen zu tun und dass die das Menstruationsblut nicht mögen, weil es giftig ist. Und um sie zu besänftigen, ist es so, dass die Frauen
während ihrer Periode ausgeschlossen sind. While discussing this, we agreed that it was fine for us to adapt to this rule, but it would be nice to really understand it. I, speaking for Svenja, understand that this rule is not unique to Akram Vignan, but also existent in other cultures slash religions. And I also get the giving the body time to rest bit. What remains unclear to me is, for example, why would someone so high as a celestial being be offended by something so natural as menstrual blood? Aren't relative human bodies impure by their very definition? And whether and where is the difference to other toxic body fluids like urine, sweat, or pus? Während wir das diskutiert haben, haben wir zugestimmt, dass es in Ordnung für uns ist, dieser Regel zu folgen, uns dieser Regel anzupassen. Aber dass es sehr schön wäre, sie wirklich zu verstehen. Ich als Svenja verstehe, dass diese Regel nicht einmalig im Akram Vignan existiert, sondern dass sie auch in anderen Kulturen und Religionen existiert. Und ich verstehe auch diese Sache, dass man dem Körper Zeit geben soll, sich auszuruhen. Was für mich unklar bleibt, ist zum Beispiel, warum jemand so hochstehend wie ein himmlisches Wesen sich angegriffen fühlen kann oder sich gestört fühlen kann durch etwas so Natürliches wie Menstruationsblut. Sind relative menschliche Körper nicht einfach durch ihre Existenz, durch ihre Definition unrein? Und wo ist der Unterschied zu anderen giftigen Körperflüssigkeiten wie Urin, Schweiß oder Eiter? So, this led to more discussion about how women and the female Prakriti are seen in Akram Vignan. When Dada says, for example, that in Akram Vignan liberation is possible even for women, even in quotes, women are also believed to have more files and are thus a little far further away from moksha than men. Is that correct? Das führte zu weiterer Diskussion darüber, wie Frauen und der weibliche Prakriti in Akram Vignan gesehen werden. Zum Beispiel, dass Dada sagt, dass in Akram Vignan die Befreiung sogar für Frauen möglich ist. Man glaubt auch, dass Frauen mehr Files haben, mehr Akten haben, mehr Themen haben und so ein bisschen weiter weg von Moksha sind als Männer. Ist das richtig? Svenja continues to write, what I think would be interesting to know for us, coming from a very different background, whether the perception of women is a little different than it is in India, is in what way are these conducts, like the temple thing, for example, remnants of cultural differences in older times when the roles of men and women were, were defined differently? And what is the real difference in Prakriti that is independent of those roles and background? Was ich glaube, für uns interessant sein könnte, da wir ja von einem ganz anderen Hintergrund kommen, wo die Wahrnehmung der Frauen etwas anders ist als in Indien. Also was interessant für uns sein könnte, ist, in welcher Weise ist dieses Verhalten, zum Beispiel im Tempel, ein Überbleibsel von
kulturellen Unterschieden und älteren Zeiten, wo die Rollen von Männern und Frauen anders definiert wurden? Und was ist der wirkliche Unterschied im Prakriti, im Nicht-Selbst, der unabhängig ist von diesem Thema Rollen und Hintergrund? And she concludes in the last paragraph by saying, I hope Svenja has summed up this up correctly. By the way, the task fell to her since she had asked the question in India. But I trust you understand what we are on about. Probably, her last sentence is probably a case of female prakriti in itself. And she, so, and Jai Sachidanand, thank you, Shuddha, and see you tonight, Jai Sachidanand Svenja, Shuddha Bhagavan. So that's what, how she ends the long question. Okay, der letzte Absatz von Svenja ist, ich hoffe, dass Svenja all dies richtig zusammengefasst hat, denn die Aufgabe war ihre, weil sie die Frage gestellt hat. Ich vertraue, dass du verstehst, worum es uns geht. Vermutlich ist auch das ein Fall, ein typischer Fall von weiblichen Prakriti an sich, diese Frage. Und danke, Shuddha und Jai Sachidanand. Das ist, was Svenja schreibt. So Svenja ji, really, we'll start from the bottom paragraph. You have summed this up very beautifully. You have taken into consideration a lot of subtle factors. And the issue of menstruation is just one thing, but it's a good entry into the female, into this whole question of the role of women and how they are viewed. Svenja, wir beginnen mit deinem letzten Absatz und du hast das sehr schön zusammengefasst. Da sind viele subtile Faktoren in dem, was du geschrieben hast, aufgeführt, die mit der Angelegenheit zu tun haben. Und das ist gut, ein guter Einstieg in dieses Thema des weiblichen Prakritis. And she has asked that, I trust you understand, and believe me, I really do understand all, most of these issues that you have touched upon. And what I do not understand, he, our Gnani, will use this medium through the words to clarify a lot of misunderstandings about this. Und tatsächlich ist es so, dass ich vieles verstehe von dem, was du sagst, und was ich nicht verstehe, da wird der Gnani mich benutzen als Medium, um das aufzuklären, was du fragst. It's not simply in the air, it's all around, and no foreign, non-Indian Mahatma can visit Simandar City and not come up with some strong impressions, you see, because of the air. Because of the air? Yeah, it's the air. You listen, you start, you know, you just don't listen to satsangs. You listen to everybody over there, and you talk to other female Indian Mahatmas, and, you know, there's so much going on that, you know, you just come home with some impressions. You don't know where you are as far as these issues are concerned. Okay, wenn man in Simandar City ist, ist das nicht nur in der Luft, dieses Thema ist überall da, und kein ausländischer Mahatma kann Simandar City besuchen, ohne mit so einer Frage konfrontiert zu sein, weil das Thema einfach dort in der Luft ist. Nicht nur, man besucht ja nicht nur den Satsang, sondern man spricht auch mit anderen Frauen, auch mit indischen Mahatmas, und da passiert so viel in Simandar City. You
You know, when you create something, Svenja, you have to live by the rules of what you have created. You are no longer independent. Weißt du, Svenja, wenn man etwas erschafft, dann muss man auch mit den Regeln leben, die das Erschaffene hat. Und das ist dann nicht mehr unabhängig. If I build a temple that combines various Hindu and Indian religions into one, I cannot make it any different than the net sum of those temples. I cannot say that these are temples, Indian temples, these are Hindu temples, but they are different. I cannot say that. I have a problem hearing you. Could you please repeat? Because if I build a temple, then I have to go by the rules of the temple, because I am saying this is a Hindu temple or this is a Jain temple. And therefore, I cannot say that this temple that I built is supposed to be something different than what people expect it to be. Okay, wenn ich einen Tempel bauen würde, der zum Beispiel Hindu und Jainismus verbinden würde, dann könnte ich nicht hinterher sagen, dass das kein Hindu-Tempel ist und dass es was ganz anderes ist, und dass ich, sondern ich müsste mich an die Erwartungen halten, die die Menschen an diesen zum Beispiel Hindu-Tempel oder an diesen Jain-Tempel haben. In this life of ours, anything that you do will present a problem in front of you that traps you, that somehow modifies the intention. In other words, the intention is only one thing, but the structure that arises as a result of the intention brings a lot more things with it. In diesem unserem Leben ist es so, dass was immer du tust, wenn du etwas machst, wird es ein Problem mit sich bringen, das dich in eine Falle führt. Also kommen immer neue Themen, mit eben etwas, was du tust oder erschaffst, kommen neue Regeln, neue Themen, neue Probleme automatisch mit. When if you see photographs of Nani Purushottama Shri in front of the Lord, actual photographs in front of Lord Simandar, he is not wearing something to cover his face. He refused to do this kind of things. Wenn du Fotos siehst von Gnani Dada Shri, wie er vor der Statue des Lords steht, dann siehst du nicht, dass er irgendetwas hat, um sein Gesicht zu bedecken. When he built the original three mandir, and when he talked about it, he says this is going to be built where these are living structures, these are not idols, these are living gods who will bring you into your own self, and the connection there will be only you and directly your Lord and nothing else in the middle. It was meant to be a different kind of a temple complex. Also als er den ursprünglichen Trimandir gebaut hat, da sprach er darüber, dass das lebende Strukturen sind, lebende Götter, die dich zum Selbst bringen. Und da gibt es nichts außer dir und dem Gott. Und das ist etwas anderes, dieser Tempel. But as Vyavasthit would have it, our Nani Purushottama Shri left this world in January of 1988, before the actual main temple, three mandir, got completed in Surat, in India. And we did not get the opportunity to see how he would conduct himself in this new three mandir complex. It just didn't happen that way. Aber so wie Vyavasthit geschehen ist, ist
Dadashree 1988 gestorben, bevor der tatsächlich der erste Trimandir in Surat fertiggestellt war. Und wir hatten keine Gelegenheit zu sehen, wie er sich im Tempel verhalten würde. Even though it was meant for the three major divisions in India, three major branches, the Jain, the Krishna followers and the Shiva followers to all come together, the people who come to the temple continue to expect their rules to be followed when they are in front of their God. This includes Mahatmas. Und obwohl dieser Tempel gedacht war als ein Ort für alle drei Hauptreligionen in Indien, Jainismus, für die Krishna-Anhänger und für die Shiva-Anhänger, ist es so, dass die Leute, die da hinkommen, die Menschen, die da hinkommen, weiterhin erwarten, dass ihre Regeln befolgt werden, ihre religiösen Regeln befolgt werden in diesem Tempel. There is nothing toxic about any of the human discharges except when they rot. All the human discharges, when they come out of the body, they are in their natural state. When they enter into the elements, they naturally rot, but there is nothing toxic until then, and there is no difference between somebody spitting, some taking something out of his mouth versus taking something out from any of the various outlets of the human body. There is no difference. Es gibt nichts Giftiges an irgendeinem Auswurf, an irgendeinem etwas, was aus dem menschlichen Körper herauskommt, außer wenn es dann verrottet. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen etwas, was aus dem Mund herauskommt oder aus irgendeiner anderen, etwas, was aus irgendeiner anderen Körperöffnung herauskommt. For centuries and centuries, the male-dominated society of the Indian subcontinent has made it convenient to somehow put women at an inferior level, and this was significantly perpetuated by the Brahmins, priests who wanted to have it their way only. Perpetuated by who? By the Brahmin priests. Priests, yes, the priests. Ja. Also für hunderte von Jahren hat der Mann die Gesellschaft dominiert, und ganz speziell auf dem indischen Kontinent war das so. Und das wurde besonders massiv und deutlich fortgesetzt von den Brahmanen. And so this kind of wrong beliefs have been perpetuated and continue to be perpetuated, and no clear-cut answers are given when somebody like Svenja is asking the question. Und diese Art von falscher Überzeugung wird fortgesetzt und immer weiter fortgesetzt, und es passiert eben, dass zum Beispiel keine klare Antwort gegeben wird, wenn jemand wie Svenja eine Frage stellt. Who is this God that we are worshipping, and who is, and why, and what has that he got to do with who comes in front of him, whether it is a man or a woman, or what condition that person is in? What is the connection? Wer ist dieser Gott, dem wir da huldigen, und was ist die Verbindung zwischen der Frage, wer da vorintritt, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Was ist da diese Verbindung? Was ist da los? Is this God a man? Is he a male? Is he? And are these people, these celestial beings who get upset, is because they are males that get upset, or is the female? There are also females in the celestial beings. Are they the ones who are getting upset? What is all that going on? Also ist dieser Gott da ein Mann? Ist es ein männlicher Gott, oder sind diese himmlischen Wesen aufgebracht, weil sie männlich sind? Aber es gibt doch auch weibliche himmlische Wesen. Und was ist da falsch? Warum sind die aufgebracht, wenn
critical, wieder davor sie treten. Over centuries and centuries, critical thinking in human beings has evolved. But the females continue to be suppressed when it had anything to do with religion, traditional religions. The Jews look down, they do not allow the women to enter into their ceremonies when they are menstruating. I mean, this is, the Hindus don't do the, also do the same. The Jains do all the same. What's going on? This is nonsense. Über Jahrhunderte haben diese Dinge sich entwickelt und die Frauen wurden immer wieder unterdrückt, also wurden immer unterdrückt. Und es ist eben auch bei den Juden so, dass die Frauen nicht in den Tempel dürfen, wenn sie menstruieren. Es ist bei den Hindus so und es ist sogar bei den Jains so. Und das ist alles Unsinn, sagt Shuddha. In South India, the Hindus are even more stricter and staunch about this. They do not allow, the woman cannot even go anywhere in the temple when she is menstruating. And some of the women cannot even sit down in the same room and eat her meal if she is menstruating with the rest of the family. Did you say in South India? Yes, in South India. Yeah. In Südindien sind sie noch strenger mit in dieser Angelegenheit. Da können Frauen nirgendwo hingehen, wenn sie menstruieren. Und sie können vielleicht sogar nicht mal mit der Familie zusammen essen, während sie die Menstruation haben. Yeah. This is by the staunch Brahmin families, by the way, in the Brahmin families. By the same token, when a young girl comes into puberty and has her first menstruation, she is given gifts and she is praised, and they think that until she menstruates, she is celestial, divine. And when she starts menstruating, on the day she menstruates, they give her gifts and everything. And then afterwards, every time she menstruates, she is castigated. She is not considered part, she is somehow inferior and inhuman in that respect. Something wrong has happened. And this is totally nonsense. This is, Gandhiji was totally against this. Also das, worüber Shuddha spricht, passiert besonders in den Familien der Brahmanen. Und zum Beispiel, wenn bei jungen Mädchen, bis bevor sie ihre erste Menstruation bekommt, ist sie ein göttliches Wesen. Und wenn sie dann die erste Menstruation bekommt, bekommt sie Geschenke und alles. Aber wenn sie dann danach, wenn sie die Menstruation hat, dann ist sie wie ausgestoßen. Da ist sie unrein. She is castigated and she is. She is kind of somehow looked down upon. You know, she wird auf sie herabgesehen in dieser Zeit. She is made to feel that she is impure. She is not pure. Man lässt sie spüren, dass sie unrein ist. Sie ist nicht rein. So a child's psyche, for generations, you know, has been trained to think that way. And if you're told something. If you're told a lie enough number of times, you start believing it. You start believing it. I know of Indian South Indian Brahmin ladies who, even though they are very well educated here in America, they still believe that somehow they cannot go to their own Lord, whatever they worship, on the days that they are menstruating. Also eine Kinderpsyche für Generationen in einer bestimmten Weise trainiert wurde, dass sie auf einer bestimmten Weise denken soll, dann fängt man an, das zu glauben. Und selbst wenn die dann in den USA leben und sehr gut ausgebildet sind, ist es immer noch so, dass sie während ihrer Periode dann nicht in den Tempel gehen. Islam is also keeping women away in this regard. They at least forbid sex intercourse during menstruation. The Jews are very heavy into those things. Some Orthodox Christian also look down upon women. And there is no surprise that over the centuries,
the Hindus and the Jains and these relative man-made religions have continued to perpetuate it. Der Islam hält auch die Frauen fern während der Periode, zumindest ist dort sexueller Verkehr verboten während der Menstruation. Ja, bei den Juden werden Frauen ausgeschlossen, auch bei einigen orthodoxen Christen ist es so und auch bei den männlich dominierten Religionen wie Hinduismus oder Jainismus wird die Frau während der Periode ausgeschlossen. You know, the Lord, when he is enlightened and he is risen above all these differences in the relative world of what happens to the body, how can he be held accountable for this kind of a differentiation between a man and a woman? Der Lord, wenn erleuchtet ist und weit hinaufgestiegen ist über diese Schwierigkeiten des Körpers, wie kann er verantwortlich gemacht werden für so einen Unterschied, dafür Unterschied zu machen zwischen dem einen und dem anderen Körper? It is the people who want to control the access to the Lord will say, no, you can't come there. It is typically the aggressive males over millennia in different parts of this world who have continued this dominance and somehow have repressed women in their roles in terms of freedom in spirituality. Es sind die Menschen, die den Zugang zum Lord kontrollieren wollen. Nein, du darfst da nicht hingehen. Es ist eine männliche Dominanz, die hier weiter fortgesetzt wird und die Frauen unterdrückt. I want you to know that I'm very disappointed in the answer that our current Nani has given you with reference to celestial beings. When you don't have an answer, you just put it to celestial beings, and that is not adequate in my view. Shuddha sagt, er ist sehr enttäuscht, dass unser gegenwärtiger Gnani diese Antwort gegeben hat mit Bezug auf die himmlischen Wesen, und das ist nicht seine Sicht. I also would like for you to be appreciative of the corner which the Gnani, our current Gnani, finds himself in. He has been given the legacy of temples in India, and more are being built, which have to kind of go with the flow. Which have to kind of go with the flow. A Jain has to wear this thing in front of his mouth, and you know, so and so. I mean, the rules of the relative have to be followed when you build structures. Und gleichzeitig möchte ich, dass ihr versteht und dass ihr anerkennt diese Schwierigkeit, in der unser lebender Gnani steckt. Da sind so viele Tempel und weitere Tempel werden gebaut und er ist der Hüter oder der Vorsteher, ist jetzt schlecht übersetzt, der Vorsteher dieser Tempel. Und er, also der Gnani, muss mit den Regeln gehen, mit den gegenwärtigen Regeln, die es da gibt. He does not have the courage of his conviction of our Gnani Purush Tadashri to say it loud and clear in terms of saying, this I do not consider a difference. Nobody shall be kept away from her feelings for the Lord, regardless of her condition. Und er hat nicht den Mut, laut auszusprechen, was seine Überzeugung ist, dass niemand ausgeschlossen werden soll vom Lord aufgrund seines aktuellen Zustandes. In life, when you're confronted with a lot of structures, whether physical or virtual, when you're confronted with a lot of structures in front of you, the easy way out is to take the least controversial way, which is to blame it on somebody else, you know. Talk about celestial beings that you cannot see,
or you know, just kind of say this, you know, I would just say this is the way how it is, but let us accept it and say that that is what it is over there. That is how it is in some other city, and you can't change it. Da sind Strukturen und die müssen befolgt werden. Und das einfachste, die einfachste Ausweg ist es, über himmlische Wesen zu sprechen, die niemand sehen kann. Und lass uns akzeptieren, so ist es einfach. Und so ist es in Simanda City. Even if a person has committed the most heinous, most grievous crime, when he is going in front of the Lord, he has something very beautiful within him. He goes there for a reason. And so no other opinion of anybody should ever come in when a human being, whether a man or a woman, is going in front of his or her Lord. Also selbst eine Person, die ein schwerstes Verbrechen begangen hat, wenn diese Person vor den Lord tritt, passiert etwas Schönes. Oder diese Person geht aus einem Grund zum Lord. Und keine andere Meinung sollte da sich einmischen, sollte da dazwischen gehen, wenn ein Mensch vor seinen Lord tritt. Lord Buddha and his teachings is flourishing worldwide except in India, because they do not place a woman at an inferior level through such judgments that are just handed over from one generation to the other. Buddha und seine Lehren sind in der ganzen Welt wachsen, in der ganzen Welt blüht diese Lehre von Buddha, nur nicht in Indien. I didn't get the last sentence. It doesn't flourish in India because of this very strong views by the male dominant Brahmins and the spiritual masters and the priests who wanted to have a superior role in anything to do with religion. You see. Das kann nicht blühen, weil wegen dieser sehr starken Ansichten der männlich dominanten Brahmanen und all der Priester, die da eine Rolle spielen. We know, you know, to tell a woman every month that every time she menstruates, somehow she is dirty and not right, not pure, is the biggest injustice you are doing not only to her but to yourself too, because it does not let you become who you really are. You can't see. You may talk all about the beautiful things about the pure soul and the Atma and everything, but you just have got it totally wrong. Einer Frau zu sagen, dass sie jeden Monat unrein oder unwürdig ist, It's the biggest injustice to the woman that you tell. Die größte Ungerechtigkeit. I didn't get the full sentence. Injustice to the woman, and it's also an injustice to yourself, because you cannot really be who you really are as a Mahatma. Und es ist nicht nur eine Ungerechtigkeit gegenüber der Frau, sondern auch gegenüber dir selbst, wenn du gegenüber dem, wer du wirklich bist, weil du dem nicht Rechnung trägst. We haven't even come to that aspect of it where a woman feels somehow not clean just because she has a natural cycle of menstrual outflow. It is nature, natural thing happening to her body, and somehow she feels it's dirty. I mean, this is the other aspect of it. We are simply discussing the causes behind it for centuries that have gone on, in not only in India, but you know, worldwide, and that needs to be seen in correctness. You see? Und es ist auch
eine natürliche Sache, die der Frau da passiert, und trotzdem wird sie da als schmutzig angesehen. Wir sprechen hier über fundamentale Grundlagen, die für Jahrhunderte so, also seit Jahrhunderten passieren, und nicht nur in Indien, sondern in der ganzen Welt. The celestial, if there's any celestial beings out there who find women's blood toxic, they will punish Shuddha for saying these things. But by the same token, the Vitarag Lord and all true protectors of the Vitarag Lord are out there to be there to protect Shuddha too. Did you get it? No? He said, if there's any celestial being who finds menstrual blood... Toxic and is upset with Shuddha, so therefore, you know, the traditional thing is, if you say something that the celestial beings don't like, they will somehow create difficulties in your life, you see. Another myth, you see. You are not hurting anybody here. These words that are coming out are to uplift 50% of human beings who are repressed and somehow meant to feel inferior. This is not right. Also, ich habe ein bisschen Probleme, Shuddha gut zu verstehen, weil es irgendwie der Ton manchmal weg ist. Also, er sagte ungefähr, wenn es da irgendein himmlisches Wesen gibt, das Menstruationsblut toxic, also das Menstruationsblut giftig findet, das kann er sich überhaupt nicht vorstellen, und er hofft, dass er nicht dafür gestraft wird, Shuddha, dass er so etwas sagt, aber man verletzt mit solchen Aussagen die Hälfte der Menschheit. You see, we have in our Namaskar Vidhi the Vitarag Sashan Dev Devis, in other words, the absolutely detached protectors of the path. They don't have one opinion this way versus the other, you see. In the Namaskar Vidhi we have a sentence, Vitarag Sashan Dev Deviyon Namaskar Karuchu. In other words, the absolutely detached celestial beings who are there to protect the path of the Vitarag Lord and those who are coming on his path, you see. You remember the sentence on the Namaskar Vidhi? Yes. Yes, right. Yes. Mm-hmm. Also in unserem Namaskar-Vidhi haben wir Satz oder Sätze bezüglich der Vitarag-Lords, der Lords, der himmlischen Lords, die unseren Lord beschützen und die, also die, ja, die dazu, die völlig ohne Anhaftung an irgendetwas sind. And then there is the lower than that category is the Nishpakshpati Sashan Dev Devis. In other words, those who really don't take much side. In other words, they are also impartial. They are impartial. But then what's the difference between those who are partial? Impartial. Partial means you know, they are for you or against you. And versus the Vitarag. In other words, they are somehow not quite as high as the Vitarag. Celestial beings, you see. So there are gradations of celestial beings. That's what I'm trying to tell to explain, Svanya. Yeah? Yeah. Also scheint da unterschiedliche Kategorien von himmlischen Wesen zu geben. Da gibt es die Vitarag Lords und dann gibt es die Nish. Ich habe es gerade nicht gefunden. Nishpakshpati. Celestial beings. Himmlischen Wesen, die unparteiisch sind oder parteiisch sind, also jedenfalls gibt es da verschiedene Kategorien von himmlischen Wesen. So to appease them, who are you trying to appease? But if you go around saying that this temple is holy and pure because everybody follows a certain rule versus this temple is holy and pure because everybody gets beautiful feelings when they are inside it. Which one would you choose?
Also wenn es darum geht, diese himmlischen Wesen zu besänftigen, wen versuchen wir da zu besänftigen? Wenn wir da einen Tempel haben, der rein und heilig ist, weil jeder bestimmte Regeln befolgt, oder wenn wir einen Tempel haben, der heilig und rein ist, weil jeder, der da hineingeht, wunderbare Gefühle hat. Welchen dieser beiden Tempel würdest du wählen? And if half of those who visit the Lord somehow feel in deep within them that they are not clean, even though they have taken a nice bath in the morning, how can they really emit positive vibrations when they are even, say, in the outer chambers, inside the temple, but not in front of the Lord? How can they really pause? Because they themselves are feeling inferior. They are not feeling free. How can they vibrate with positive energy? Und wie kann die Hälfte der Besucher, die da in den Tempel gehen, die da beim Lord sein möchten, mit dieser wunderbaren Energie vibrieren, wenn sie gesagt bekommen, dass sie unrein sind, obwohl sie frisch geduscht und gut gekleidet kommen, wenn man ihnen sagt, sie sollten in den äußeren Teilen des Tempels bleiben und sie sind im inneren Teil des Tempels nicht zugelassen? And also, so in now, in specifically with Svenja's question, it was fine when you, the Western ladies, they say the German ladies or whatever ladies you talk to, said it was fine for us to adapt to this rule. We in life have to adapt to everything, adjust everywhere is the standard. When you adjust with an inner understanding, you can adjust much better than when you are told to adjust, no matter what. Jetzt zu deiner Frage, Svenja, wenn du sagst, es ist in Ordnung für uns an diese Regel anzupassen, dann ja, dann muss man sich überall natürlich anpassen, aber es ist viel leichter, sich anzupassen, wenn man etwas versteht, als wenn man gesagt bekommt. I want you to know that I categorically reject any implications that a female Mahatma is in any way inferior in Akram Vignan. I categorically reject it. Also Shuddha sagt, er weist kategorisch zurück, dass irgendjemand, dass ein weiblicher Mahatma weniger wert ist als irgendein anderer Mahatma. Er weist das kategorisch zurück. Akram Vignan lifts up and levels the playing field and removes all wrong beliefs, removes all of these wrong beliefs that have been going on for centuries in that land, despite beautiful knowledge from the Gnanis, you see. I have to say that I don't understand every word because somehow the connection is not so bad, but I try to... Yeah, see, Akram Vignan removes all of these wrong beliefs completely. Akram Vignan does not allow for these wrong beliefs to exist. And to put that this is part of Akram Vignan is not true. This rule hasn't got anything to do with Akram Vignan. It has something to do with Simandar City. It has got nothing, and temples. But it's got nothing to do with Akram Vignan. That's what I'm trying to convey. Akram Vignan will uns anheben. Es entfernt alle falschen Überzeugungen. Und diese Regel hat nichts mit Akram Vignan zu tun. Sie hat was mit Simandar City zu tun und sie hat was mit dem Tempel zu tun. In front of your own Lord, in your home, feel free to go to him at any time. He is your Lord, and there is nobody in there in the middle, and no opinions can come whether you are menstruating or not menstruating, whether you have taken a bath or not taken a bath, it doesn't matter. Und in deinem eigenen Zuhause, geh vor deinen Lord, wann immer du möchtest. Da ist niemand zwischen dir und dem Lord.
Und es ist nicht bedeutsam, ob du deine Periode hast oder geduscht bist oder nicht geduscht bist. Niemand soll das verhindern. Svenja, we are running out of time. There's a lot of other aspects of your question that needs to be answered, so we will certainly take it on further. But for a female Mahatma, whether he's from Germany or from India, whether she is a previous Christian or a Jew, or whether she is a Hindu or a Jain, it all, everything is leveled when one enters into the domain and the experience of the Raina Sile. No celestial being can ever touch you anymore, regardless of what you say. Svenja, die Zeit läuft aus und wir müssen das in Zukunft, wir werden das auch beim nächsten Mal oder in weiteren Sitzungen weiter darüber sprechen. Aber weibliche Mahatmas, wo auch immer sie herkommen, aus Deutschland, aus Indien, ob sie christlich sind oder etwas anderes, das wird alles ausgeben. Das ist nicht mehr bedeutsam, wenn man in dieses Reich der reinen Seele eintritt. And you see, this is a classic misunderstanding here, and I'll take this because I think it's important to do it today. And this paragraph that about yours about this leads to more discussion on how women and female prakriti are seen in Akram Vignan. When Dada says, for example, that in Akram Vignan liberation is possible even for women. Now, you see, you can read that sentence in so many different ways. Jetzt geht es noch um einen Satz bei dem, was du gesagt hast, was du geschrieben hast, Svenja. Und zwar, wo du schreibst, also Dada sagt zum Beispiel, dass in Akram Vignan Befreiung sogar für Frauen möglich ist. Und dieser Satz kann auf so und so viele unterschiedliche Weisen gelesen werden. Because you see, Dada is told, the way it is read here by putting even in a inverted commas has got a different meaning. Dada is trying to say that you women who always felt somehow inferior, and he's talking to Indian women, he says, for you too, Akram Vignan is there for liberation. I don't hold you any inferior. I have never held you inferior. Otherwise, I would not have trained Niru Ben to take, you know, to give Nanvidis and do everything that she has ended up doing. So wie es hier geschrieben ist von Svenja, dass die Befreiung sogar für Frauen möglich ist, die hat das so in so Sternchen eingesetzt. Shuddha sagt, Dada versucht zu sagen, dass ihr Frauen, die ihr immer euch kleiner gefühlt habt, weniger wert gefühlt habt oder im Zustand von weniger wert sein gehalten wurdet. Ich habe das nie so gesehen und ihr seid selbstverständlich ganz genauso zugelassen und da gibt's eigentlich, also was Dada versucht zu sagen, es gibt eigentlich keinen Unterschied. See, the correct sentence would have been, even for women who somehow feel inferior. In other words, if you just add that, it's possible even for women who somehow feel inferior. And this is more particularly true for the repressed, culturally repressed women of India, not the emancipated women of Germany, you see. Also der Satz, wenn man den jetzt anders schreiben würde, könnte man ihn so lesen, dass Dada sagt, dass in Akram Vignan Befreiung sogar für die Frauen möglich ist, die sich weniger wert fühlen. Sogar die kulturell unterdrückt sind, ist die Befreiung möglich. Und das richtet sich dann eher an die indischen Frauen als an die emanzipierten deutschen Frauen. Another very important person I do not want to leave behind is Guru Nanak, the enlightened master of the Sikhs. He has come out very strongly on this issue of menstruation and totally has
has been very harsh on these people who continue to perpetuate this ignorance and this myth for their own advantage. Und Sudha möchte noch eine andere wichtige Person erwähnen, Guru Nanak, ein Führer der Sikhs, der sehr stark und sehr hart gegen seine Leute gesprochen hat, die immer noch versucht haben, Frauen dazu unterdrücken oder geringer zu halten. Okay, so now the you know, I'm sorry, we're running out of time. Your questions, Svenja, we will carry on because it's a lot of some of the things that you have talked about, women having more files, etc. We need to do that. And also, Svenja, you are a critical thinker. You've written very beautifully in this questions, the various viewpoints. So please elaborate on it as you get into more questions so that we can take it up in the next Satsang Shuddhatma Bhagwan. Huh? Also Svenja, wir werden weitermachen mit deiner Frage. Da gibt es eben weitere Aspekte, die noch gar nicht besprochen wurden. Das habe ich sie wieder verpasst. Aber, dass der weibliche Prakruti mehr Files, mehr Akten hat als der männliche Prakruti. Da werden wir also weitermachen. Und Svenja, weil du so eine kritische Denkerin bist und diese Frage so schön geschrieben hast, schreib also ruhig weiter auch noch Aspekte von Fragen auf, damit wir dann darauf eingehen können. So, Shuddharma Bhagwan Jai Sachidanand, to all of you is again our dear Mahatma Susanne from Berlin and Shuddha are very grateful for your presence and for this satsang. Highest namaskars to all of you. And Susanne, if you would please close with the three mantra sung by you, it would be very nice. Hmm? Bettina, thank you, all of you. Ja, also Jai Sachidanand, zu euch allen, unsere sehr verehrten Mahatmas, Shuddha und Susanne sind dankbar für eure Präsenz und senden allerhöchste Namaskars, allerhöchste Grüße. Und Susanne wird jetzt das Trimantra zum Abschluss dreimal singen und sich vorstellen, wie ihr alle mitsingt. Okay. Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Pancha Namokaro, Savapavapanasaro, Mangalanam Chasavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loe Savasahunam, Eso Panchanamo Karu Sawapawapanasanu Mangalanam Chasavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vitragaya Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loe Sabasahunam, Eso Panchanamukkaru, Savapavapanasanu, Mangalanam Chasavisim,
Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha Pandita. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you very much. Jai Satchidanand.